Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train SimWorld Reiter, denn ich spiele das. Wir fahren heute die S2 in Richtung Dresden Flughafen von Dresden Hauptbahnhof und ich heiße euch herzlich willkommen zu dieser neuen Folge am 19.11.2022. Wir sagen, wir beginnen ja einfach mal und so, den machen wir erstmal nach vorne. Öffne die Türen. Machen wir das. Zuglichter einschalten. Das machen wir so. Das machen wir so. So. Kurz aufstehen. Zugsicherungssysteme einschalten. Was da wären? SIFA und PZB. Dann setzen wir uns wieder hin. Machen natürlich noch den Bremsschlüssel auf ein. So. Den Fahrtrichtungswähler wieder nach vorne. Genau, dann wären wir eigentlich soweit. Okay. Schickes Foto. So. Und dann verriegeln wir die Türen. Lösen die Bremsen. Und auf geht's. Freuen uns. So, nächste Station ist dann schon Dresden-Freiberger Straße um 7:19 Uhr. Wunderschön, der Sonnenaufgang. Wunderschön. Ich liebe es einfach. So, SIFA. Und dann sind wir auch gleich schon an der ersten Station. Traumhaft. Das sollten wir einigermaßen pünktlich schaffen. Sehr schön. Könnt ihr mal so ein bisschen draußen umsehen? So. Dann steht hier unser Zug drauf. Dresden Mitte, Dresden Neustadt. Folgezüge ist die S1. Fährt eine Hamsterbacke, die fährt durch. So, was kommt hier noch reingefahren? Die S1 nach Pirna. Da oben drüber steht was mit Verspätung. Ich kann es nicht genau lesen. 4 Minuten. Oder 40 Minuten oder was steht da? Ich kann es nicht genau entziffern. Naja. Irgendwas wird da wohl stehen. Ich kann ja währenddessen vielleicht mal kurz gucken. Wo haben wir es? Wo haben wir es da? Ja. Dresden Mitte, Dresden Neustadt. Ja, Dresden Neustadt. So, Türen verriegeln. Bremse lösen. Nächste Station, Dresden Mitte. Jetzt steht's dran. Wunderbar. Genau so muss es sein.
Verstehe ich nicht, warum das bei dem RE nicht funktioniert. Naja, hat wohl alles so seinen Grund, denke ich mal. So, da sind wir schon in Dresden-Mitte. Oh, da steht eine 143er mit dem IC-Waggonpark dran. Auch nicht schlecht. So, da wären wir in Dresden Mitte. Kommt jetzt gleich noch die S2 nach Schöner und die S2 nach Pirna. Und hier kommt, das sind wir. So, wir sollen bis 22:50 warten, das tun wir natürlich. So, da hinten raucht's, ihr seht's. Auch ein wunderschönes Bild, oder? Dresden ist auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Das muss man einfach mal ganz deutlich sagen. Also, wenn ich da an die Semperoper denke und so weiter, also richtig schön. Dresden ist wirklich immerhin noch eine Reise wert. Also, werde ich auf jeden Fall auch nochmal hinfahren, definitiv, weil Dresden ist wirklich eine richtig schöne Stadt. Vor allem so in diesem Licht, es ist einfach nur traumhaft. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Es ist einfach nur traumhaft. So, jetzt haben wir gleich Ausfahrt. Das ist der Dresden Mitte. So, Bremsen sind gelöst, das heißt, wir können aufschalten. Langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden, langsamer werden. Verstand mich vorhin was mit 40. Bitte, bitte es ungerne Zwanzig kassieren. Der holt uns ein IC1. Traumhaft. Wunderschön. Ach, seht euch das an. Und dann hinter den Güterzug. Wie der sich in eine Kurve legt. Einfach nur. Ach, traumhaft. Wunderschön. Autozug. Ach, geil. Ups, ups, ups. Das war auch ein IC. Beziehungsweise ein Nightjet. Habt ihr das gesehen? War nur geil. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was wir an Überwachung haben. 85 km/h. Wir bleiben bei 40. Haben wir nämlich jetzt 40. So, müssen es hier quittieren wahrscheinlich. Die Siefer drücken. Das bleiben wir nämlich augenblicklich stehen. So, und da vorne ist dann schon unser Ziel, aber das ist natürlich nur das Ziel dieses Fahrplanszenarios. Ich habe mir noch was ganz was anderes vor, aber das seht ihr dann gleich. Schön geschmeidig in den Bahnhof rein. Vielleicht fahren wir etwas langsam, aber besser so, als wenn wir wieder irgendwo im 500-Hertz-Magnet reinrasseln und dann sind wir eh wieder zu schnell und ja, können wir lieber ein paar Minuten zu spät kommen, ein paar Sekunden. Ich denke, das ist ertragbar. So, wenn wir mal ein bisschen langsamer. Seht ihr? Da ist nämlich schon dieser 500-Hertz-Magnet, der immer kommt.
kurz vor dem roten Signal ist das einfach immer der Fall. Da steht ein Güterzug, genau. Mischmasch RE. Mit einem IC-Wagen vorne dran und hinten ganz normale DOS-DUS. Auch nicht schlecht. Es gibt ganz, ganz komische Zugzusammenstellungen hier. Ist mir aufgefallen, also. Ja, dem ist dann halt so, aber ich finde es schön. So, wir haben etwas delayed, aber egal. Scheiß drauf. Dafür keine Zwangse kassiert. So. Das ist nur der erste Teil dieses Szenarios, beziehungsweise dieses Videos. So, Türen verriegeln. So. Das haben wir erstmal soweit abgeschlossen. Ging natürlich Gold, oder? Aber natürlich. Anderes hätte mich jetzt auch schwer gewundert. So, das lassen wir mal soweit ablaufen. Dann gehen wir hier hin. So, jetzt habt ihr es gesehen, die ganzen Knöpfe sind alles ausgeschaltet. So, dann gehen wir mal kurz nach draußen. So, wo kann ich jetzt sehen, wann der Zug abfährt? Uah. Jetzt fährt er ab. So, haben wir Ausfahrt? Wir haben Ausfahrt. Dann schauen wir ihm mal so ein bisschen über die Schulter. Ob er das auch richtig macht, unser Azubi. So, du könntest dich, glaube ich, befreien. Hast du gemacht, wunderbar. Sehr gut, hast ja doch aufgepasst. So, nächste Station, Dresden Flughafen, glaube ich. Oder Dresden Hauptbahnhof. Was sagst du? Ach, wir werden schon sehen. Nee, normalerweise müsste jetzt Dresden Hauptbahnhof kommen. Was ist denn jetzt passiert? Ist der Zwangse kassiert? Ja, ihr seht's, Zwangsbremsung. Du hast eine Zwangsbremsung, Herr Kollege. Fahr trotzdem weiter. Das Spiel ist so geil. Ich liebe es. Wir haben eine Zwangsung, wir fahren trotzdem weiter. Wir beschleunigen auch noch. Mega. Ach, das ist ja nicht auszuhalten. Sorry, aber boah. Vielleicht will ich mich da hinsetzen. Beimannsitz. Ich habe viel gehört in meinem Leben, aber das nicht. Wie geil ist das denn? Aber das habe ich jetzt nur gemacht, weil mir das Piepen auf den Geist geht. Ist ja abartig. Wär's halt ohne PCP, weil du scheinst halt nicht zu raffen, ey, mit der Zwangsbremsung. Boah, warum passiert das? Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Karte. Da unten sind wir. Da. So. Wo sind wir denn jetzt? Halten auf jeden Fall an. Wo sind wir? Will er den Zug gar nicht fahren. Ich will hier nur rausgucken. Wieder zu. Jetzt fahren wir wieder weiter. Aha.
möchte gerne wissen, wo wir sind. Bin gespannt, wie weit wir noch fahren können. Es wird auf jeden Fall sehr eingleisig hier, habe ich das Gefühl, oder? Ne, daneben ist doch noch ein Gleis. Oder? Ja. Oh, jetzt kommen sie, das Grünzeug entgegen. Eieieiei. Seht euch das an, wie die Sonne da hinter den Bergen langsam hervorkommt. Traumhaft. Jetzt kaputt. Warum wurde ich denn jetzt auf einmal... Oh, habt ihr das gesehen? Was ist denn jetzt los gewesen, ey? Alter. Kickt der mich einfach mal ein paar Wagen nach hinten, ey. Ich glaube, ich träume, du. Leute, du darfst hier nur noch 60 gleich, ne? Wollte ich dir nur mal gesagt haben. Wir sind noch ein bisschen schnell dafür. Vielleicht solltest du mal anfangen zu bremsen. Allzu viele Warnungen bekommst du nicht mehr. 60? Ah, du bremst. Sehr schön. So, bin gespannt, wo wir gleich ankommen. Hier sehen. Wobei ich kann es ja auch auf der Karte sehen, eventuell, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt Dresden-Bischofsplatz. Dann kommt, glaube ich, Dresden-Pieschen. Dresden-Trachau, Radebeul Ost. Aber ich will doch Dresdner Flughafen. Ja, das bin ich. Meißentrieb, Dresden, Istewitz, Rosenhain, Röder Auriesa. Da sind wir, Dresden-Bischofsplatz. Bin echt gespannt, wie weit wir noch kommen. So, weiter geht's. Grün, du darfst. So, fahren wir jetzt nach Pieschen.
Du siehst ja gar nichts mehr. Macht doch nur Spaß. Ach, sehr schön. Ja, wir sollen fortfahren, hat der FTL gesagt. Machen wir das mal, ne? Keine Ahnung, wo wir jetzt hinfahren. Vorne ist auf jeden Fall gelb. Und 40 angekündigt. Das haben wir gelb. Wisst ihr, wo wir sind? Ich weiß es gerade nicht. Sieht ja kein Schild, nix. Komisch. Wartet mal. Steht doch kein Zielanzeiger dran. Das doch mal ändern, oder? Ach, Mann, warum kann ich hier nichts machen? So, wir sind jetzt gerade Dresden-Pieschen gewesen, waren jetzt Dresden-Trachau. Ich hab mal was vor. Obwohl, das geht ja gar nicht. Ach du Scheiße. Was war das denn? Für durch die Wand gefahren oder wie? Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Ich glaube, das ist der Flughafen. Hier ist Endgelände, Endstation. Wir sind am Flughafen angekommen. Perfekt, genau da wollte ich hin. Haben wir es doch geschafft. Ich habe doch gesagt, wir fahren zum Flughafen. Sehr, sehr schön.
Perfekt, es hat funktioniert. Gut gemacht, Herr Kollege. Die PCB, das üben wir noch, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Sollte es bremsen, das ist ein Prellbock. Gut. Dann steigen wir hier mal aus, würde ich sagen. Ach, aussteigen kann ich nicht. Schade. Ich kann nicht aussteigen. Gut, dann würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Blick endet das Szenario hier an dieser Stelle und das Video auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt noch ein schönes Wochenende. Ihr hört mich dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny spielt das. Macht's gut. Haut rein. Bye. Bye.